Schreiben das Jahr 2021. Ein kleiner YouTuber hat sich vorgenommen, das Leben der Menschen ein bisschen bunter und besser zu machen. Und das mit Klemmbaustein. Und heute wieder mit einem Set von Lego. Und damit herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin's, euer bunte Steine-Fan. Und wie ihr seht, ich habe ein ganz spezielles Set euch heute mitgebracht. Das Everyone is Awesome Set aus der 18-Plus-Reihe von Lego, die dieses Jahr rausgekommen ist, mit der Nummer 40516. 346 Teile haben wir hier. Und ja, es ist wirklich ein außergewöhnliches Set, alleine schon wegen den ganzen monochromen Minifiguren, die mitgeliefert wurden. So sieht's aus von der Draufsicht. Und ja, Verpackung. Typische Verpackung, 18 Plus Verpackung. Auch mein allererstes Set wirklich in dieser Verpackung, was ich jetzt habe. Und ich würde sagen, wir machen es einfach mal auf und wir schauen mal, was sich Schönes drin verbirgt. Achso, bevor ich weitermache, wie gesagt, 346 Teile, Preis 34,99. Ein absolut gerechtfertigter Preis für diese Minifigurenanzahl, die wir hier auch mitkriegen. So, wir machen mal die Siegel auf. Gut, das aufgeklappt, das aufgeklappt. Aha, da kommt uns schon mal was entgegen. So, Karton ist leer. Dann machen wir ihn wieder zu. Ja. Wir stellen das hier hin und wir sehen schon mal, was uns hier erwartet. Eine Tüte, eine zweite Tüte, also es wird wirklich richtig kribbelbunt wieder. Die nächste Tüte, noch eine Tüte. Hier haben wir wieder eine Tüte. Sehr schön. Und die letzte Tüte, die mitgeliefert wurde. Dann haben wir, oh, sehr schön, war das in weiß. Eine 6 mal 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 6 mal 16 Platte in weiß. Dann zwei weiße Plates davon. Und oh, eine große 16 mal 16er Platte. Das habe ich auch, und sogar unterbaubar. Wer hätte das gedacht? Okay, das ist ja toll. Aha. Okay, ja, sehr schön. Und dann haben wir hier die Bauanleitung auch noch mal eingepackt. Ja, leider ein bisschen zerknickt, weil die so drin lag. Mal gucken, machen Sie mal auf. Gucken, ob wir es aufkriegen. So. Ja, ein bisschen kompliziert, aber wir kriegen es hin. So. Auf jeden Fall eine dünne Bauanleitung. So, das war jetzt nicht so doll gewesen. Auf jeden Fall, so sieht es aus. Ja, das ist relativ in Ordnung. Ja, dann haben wir hier natürlich der Designer des Sets, die Benutzung des Teiletrainers. Dann werden hier die Figuren aufgebaut. Das sieht auch sehr interessant aus. Dann geht es hier weiter und mal sehen, wie viele Seiten wir haben. Wir haben 36 Seiten, so Fokus. Wenn der Fokus arbeiten würde. Fokus, 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 Fokus. Auf jeden Fall sind es 36 Seiten und 31 Bauabschnitte. So, ich würde sagen, ich baue das jetzt mal schnell auf und bin dann gleich wieder mit dem Video für dieses Set wieder für euch da. Also bis gleich. Und da steht das schöne Set vor uns. Nach gut 31 Minuten habe ich gebraucht, bin ich damit fertig geworden. Und es sieht einfach richtig gut aus. Es gefällt mir. Von den Farben her sieht das auch wirklich sehr, sehr schön aus. Es ist wirklich, das Set ist wirklich für Lego top, weil man kann hier wirklich in der Farbpalette greifen.
Es wird natürlich alles monoton gebaut hier, also monochrom gebaut, Farbe für Farbe. Wie wir das ja hier jetzt sehen, im Prinzip, das macht ja halt auch die Flagge der LGBTQT-Fraktion aus. Und ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Das ist doch nicht so einfach. Und ja, so sieht es einfach aus. Es sieht einfach genial aus. Es gefällt mir. Die Minifiguren sind der Hammer. Ich meine, ein Set für 35 € und wir bekommen 11 Minifiguren und Monochrome noch mit dazu. Das ist schon was Außergewöhnliches. Und da kommt man eben als Lego-Fan wirklich nicht dran vorbei. Zum Aufbau. Zuerst bauen wir natürlich, wie gewohnt, hier die Platte hier. Ich kann sie mal von unten her zeigen. Und wir sind sogar einfarbig. Ich meine, es ist wirklich alles weiß. Das soll ja auch schon mal was heißen. Und dann wird hier hinten ein Stückchen vom Regenbogen gebaut. Ehe wir dann im nächsten Schritt die ganzen Platten hier bauen und dann wird hier hinten einfach hochgezogen, bis wir zum Ende kommen. Ist ein bisschen monotone Arbeit, weil man baut wirklich dann erstmal, sucht man die 1x2er in der Farbe, baut man dann hin. Dann hat man in drei Ebenen ist das, glaube ich. Wie viele Ebenen haben wir? Ne, 1, 2, 3, 4. Also macht es insgesamt 4 Mal, hat man dann einmal einer in Schwarz, einmal einer in Pink und dann setzt man zwei Tan Bricks ein, einmal 6 sollte es sein oder einmal 8. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich habe es jetzt gar nicht. Auf jeden Fall sind dann 2 Tan Bricks und dann werden wieder einmal 2 drüber gelegt. Und dann kommt eine ganze Lage 2x3er in der jeweiligen Farbe und dann wird das einfach nach oben hin fortgesetzt. Also da ist nicht viel Abwechslung mit dabei sein. Am Abschluss kommen dann hier die Bogen, die Halbbögen kommen dann hier rein und die 1x2er Plates in der jeweiligen Farbe dann hier oben zum Abschluss. Und dann setzt man einfach die Minifiguren drauf und gut ist. Also wie gesagt, es gefällt mir sehr gut. Es sieht wirklich toll aus. Ich würde sagen, wir schauen uns doch mal die Minifiguren dann einfach mal an. Ich meine, so wie gibt es ja nicht zu sehen. Aber es sind halt alle in einer Farbe. Hier haben wir zum einen mal die schwarze Minifigur. Ja, da kann man wenigstens die Frisuren hervorheben. Die gefallen mir sehr, sehr gut. Das ist wirklich eine schöne Frisur bei dieser hier. Dann haben wir hier natürlich die braune Minifigur. Auch er hat eine sehr schöne Frisur bekommen. Auch in der Farbe ist das ja natürlich mal was ganz anderes und einzigartiges, was wirklich nur in diesem Set vorkommt. Ich wüsste auch nicht, ups, dann haben wir hier die rote Minifigur. Ich meine, die Frisuren sind teilweise bekannt. Aber wie gesagt, in der Farbkombination oder in der Farbe gibt es die bisher natürlich nicht. So, dann die orangene Minifigur. Finde ich das mit so einer Tolle hier vorne dran, finde ich nicht schlecht. Die gute Frau. So, dann haben wir das hier. Dann die gelbe Minifigur. Ups, das ist auch noch aufgefallen. Das ist unsere gelbe Minifigur. Mit diesem Topfhaarschnitt würde ich jetzt fast mal sagen. So kommt das. Sieht das fast so aus? Wir setzen die mal hier hin. Wie gesagt, das kann man jetzt schnell machen. Ist halt nur das Highlight, sind wirklich die ganzen Frisuren bei den Figuren, die jetzt mit dabei sind, weil in der Farbe. Ich glaube nicht, dass Lego irgendwann noch eine grüne Haarfarbe hier, grüne Haare macht oder hier die blauen. Hier mit der Elvis Presley Gedenktolle. Das finde ich richtig genial gemacht. Wie gesagt, ist ja ein Highlight, dass diese Monochrom-Minifiguren. Dieses Haarteil finde ich wirklich richtig schick. So aus den 50er Jahren, Amerika erinnert mich das. Das gefällt mir sehr gut. Da musste ich schon schmunzeln. Das ist mal ganz was Neues. Dann haben wir ihn hier in dem Babyblau. Eine Babyblaue Frisur. Das ist wirklich nicht schlecht. So, dann eher der Weiße. Die Frisur kennt man ja auch. Die kommt häufig bei Ninjago vor. Aber wie gesagt, na gut, ich glaube sogar auch im Weiß. Also das ist jetzt sogar nichts Neues. Und dann haben wir hier komplett Bingo-Haare. Das ist auch nicht schlecht. Sieht gut aus, gefällt mir. So, was können wir sagen? Ups, so. Ein tolles Set. Gefällt mir wirklich gut. Der Aufbau ist, naja, er wird halt monoton hier hinten, ist ja klar. Aber es ist auch ein Set, es hat nur Basic-Steine fast nur. Also jetzt Spezialsteine ist jetzt nicht viel, bis auf hier die
ganzen Bögen hier, aber ansonsten sind es Basic-Steine. Wir bekommen schöne Platten, eine schöne 16x16er unterbaubare Platte. Das ist auch schon in weiß, muss man dazu sagen. Richtig toll. Aber ansonsten ein richtig gelungenes Set. Und es gefällt mir. Und ich würde es auch gerne, ich glaube, ich werde es mir sogar nochmal holen und mir einfach weglegen. Weil das doch ein sehr spezielles Set ist. Allein schon wegen den monochromen Minifiguren lohnt sich das auf jeden Fall. Und es sagt ja aus, man soll niemanden nach der Geschlecht, nach seinem Geschlecht, nach seiner Identität, seiner Herkunft diskriminieren. Ich würde auch sagen, das könnte man auch auf die Lego-Community ausweiten. Ich meine, klar, Leute, es gibt Leute, die bauen nur Lego, es gibt Leute, die bauen nur von anderen Herstellern, andere machen Mischmasch, so wie ich. Warum manchmal so der ganze Hate? Es sind nur Lego-Steine. Am Ende des Tages machen wir alle nur eine Bewegung. Wir setzen Bausteine zusammen, die was Schönes ergeben, damit wir uns entspannen und was Schönes am Ende dabei rauskommt, so wie dieses Set. Daher, wir machen im Grundprinzip alle dasselbe. Wir sind doch alle auch nur Menschen im Grundprinzip und da gibt es keinen Unterschied, der hier gemacht wird, egal welche Hautfarbe wir haben oder was wir anziehen oder wer wir sind. Von daher, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst mir gerne ein Like da oder einen Kommentar oder ein Abo, das würde mich freuen. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Video einfach wieder. Also, macht's gut. Ciao, ciao, euer bunte Steine-Fan.